Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Bioshock Infinite. Das letzte Mal haben wir hier die Hall of Heroes betreten. Jetzt habe ich die Grafik runtergestellt und jetzt fängt es direkt an zu laggen. Was ist das denn? Also macht irgendwie keinen Sinn. Jedenfalls gehen wir einfach hier mal weiter. Mit hier wurden schon von Cornelius Slade begrüßt und bedroht und ja, der ist wohl auch nicht so gut auf uns zu springen. Besiege Slades Männer. Wow, cool. So, wir können uns jetzt hier entscheiden. Okay, wir müssen Battle of Wounded Knee. Von Wounded Knee haben wir ja schon öfter gehört, aber was das genau ist, wussten wir bisher ja noch nicht. Aber offenbar hat Booker daran schon ein paar Erinnerungen. Oh, war das so schlau, die Gesundheit jetzt zu essen? Das weiß ich nicht. Du hast noch Geld. Manchmal sehen die Wände aber auch so ganz trügerisch komisch aus. Oh, das soll hier gruselig werden. Nehmen wir überhaupt noch mal mit? Oh, ein Sniper ist ja nice. Ihr Gefährte, Miss, er schmückte sich am 29. Dezember 1890 mit Ruhm. Wie meint er das? Es ist schon cool hier. Das willst du nicht wissen. Diese ganzen Geräusche. Guten Tag. Ist da noch einer? Warum die Musik, wenn da nicht noch einer ist? Naja. Ich glaube, so schnell konnte er gar nicht gucken, wie der gerade einen Header bekommen hat. Gut. Hier ist nichts mehr. Also schauen wir mal, was hier für eine Ausrüstung steht. Ja, erklärt er mir noch 10-mal, dass es... Wenn du an oder von einer... Geil, dann springst du deine Waffe nachgeladen. Wer braucht denn sowas? Nee, ich nehme das mit, aber ich behalte es nicht. Nimm Panzer. Oh. Ah, nee, warte. Nee, die wollen wir nicht. Haben wir schon ausprobiert. Ist jetzt in den Räumen hier. Vor allem sind wir innen drin. Gut, da ist jetzt ein Sniper auch nicht so schlau. Aber vielleicht finden wir irgendwo noch eine Shotgun. Hier hat bestimmt irgendwer eine dabei. Hatte der... Was hatte der Typ eigentlich? Hatte der überhaupt eine Waffe? Ein Brett. Der hatte tatsächlich keine Waffe oder sie ist verschwunden. Die Musik ist krass. Boah, diese Lichteffekte. Wenn jetzt einer Epileptiker ist, dein Problem. So, Wounded Knee. The Hero of Wounded Knee, our Prophet. Hören wir uns das an. Heulen und schreien, das Kriegsbeil blutrot. So brachten sie unseren Helden den Tod. Doch die unseren hatten den Willen zu siegen. Da konnten die Wilden nur unterliegen. Oh, das ist so toll gereimt. Ich mag Sachen, wenn sie sich reimen. Das macht alles gleich sympathischer. Warte, mein Auge juckt. So. Sie waren dabei. Bei Wounded Knee. Natürlich war Booker dabei. Sieh es ihnen im Gesicht an. Sag's ihr, Booker. Sag ihr, wie wir wie die Helden von Sparta übers Schlachtfeld schritten. Ich höre noch die Schreie. Hört Comstock sie auch? Hier ist der Soldat, von dem ich sprach. Alter. Okay, okay. Der hat eine Shotgun. Der muss weg. Ups, da wollte ich gar nicht schießen. Ich könnte mal die hier schicken. Wow. Hi. Wie ist denn der jetzt? Oh, die Falle liegt da natürlich auch total blöd. Ich habe Munition. Okay, ich habe noch Munition. Hä, wo kommen denn jetzt die Raben her? What the fuck? Oh, hi. Hi! Nahkampf-Action machen wir auch mal. Oh, wow, da ist ja so einer. Sag das doch mal einer. Oh, ich wusste ja gar nicht, dass da auch so einer ist jetzt.
Oh, Salze, sehr gut. Wir sollten nur... Nein. Der ist natürlich jetzt ein bisschen doof. Gut, aber auch weg. Gut, dass wir absolut nichts an Gesundheit verloren haben. Ich will das nicht, Slate. Gib mir einfach, was ich brauche. Bald, nachdem du dasselbe für mich getan hast, suche mich unter den Boxern. Wer sind die Boxer? Die Chinesen. Wir sollen zu dem anderen Exponat gehen. Hört, hier kommen Stocks Blechsoldaten. Sie wollen uns zum Schweigen. Die Falle da hier echt blöd. Aber wir sind die wahren Patrioten. Die Geschichte, die nicht in ihre Bücher passt. Wenigstens hat uns die Sniper noch mal was genützt. Aber... Boah, wir haben noch so viel Schuss für die. Nehmen wir jetzt einfach mal die Shotgun mit. Wow, was ist das denn für ein Indianergesang hier? Wir könnten aber echt mal Muni für das Ding hier gebrauchen. Und ein bisschen Salze und... Keine Ahnung. Vielleicht sollte da mal eine Warnung kommen. Achtung, Rabenfuzzi ja unterwegs. Oh, Salze. Schön. Warte. Was war denn hier? Ah, ja, genau. Okay. Ich musste kurz überlegen, wie das hier alles aufgebaut war. Wer braucht schon das Elektrizitätswerk? Diese Werbung haben wir auch schon... Wow! Alter, ja. Oh, der hatte irgendwas Munitionsmäßiges. Was hast du zu bieten? Aber so skillmäßig hatte er nichts da. Shotgun ist einfach imbar. Hat der noch irgendwer Shotgun-Muni? Bitte, ich möchte noch etwas. Gib mir all deine Shotgun-Muni. Oh, der hat doch hier... Nein, natürlich nicht. Aber da hinten ist ein Automat. Der hat doch bestimmt... Oh weh, du hast jetzt keine Munition für, genau, für das hier. So, einfach mal, wir haben ja nicht so viel Geld. Das ist so krass in Bioshock Infinite. Man hat einfach immer genug Geld für alles. Okay, hier wird's kalt. Was ist das? Der Boxeraufstand. Was ist da passiert? In Peking? Ich war es, der die Stadt in Brand steckte. Comstock erzählt natürlich etwas anderes. Wir hören jetzt hier schon so ein bisschen, warum der Slate nicht so gut auf Comstock zu sprechen war. Weil nämlich Comstock die ganze Wahrheit ein bisschen verdreht hat zu seinen Gunsten und sich als Helden dargestellt hat, obwohl er eigentlich kein Held war, sondern der Lügner schlechthin. Gut, da geht's lang. Hier ist bestimmt wieder irgendein Kerl. Ist hier wer? Hallo. Das ist schon ein bisschen unheimlich mit diesen ganzen Fratzen hier. Hui. Oh, lass mich den Gong schlagen. Geht nicht. Das wäre ein cooles Feature. Sollen wir den Karabiner nehmen? Nee. Umarmung des Vampirs. Nahkampfkills verleihen Gesundheit. So eine Art Spellwimp oder... Ja, Lebensraub, aber das... Keine Ahnung, ich weiß nicht, was haben wir denn noch? Nahkampfexekution haben eine 65%ige Chance. Okay, nein, das, was wir hier gefunden haben, ist natürlich geiler. Weil das, was vorher war, hat nur eine 65%ige Chance, dass wir da Gesundheit wieder kriegen. Und jetzt kriegen wir auf jeden Fall Gesundheit wieder. Sollen wir den Karabiner nehmen? Ach, ich weiß nicht. Ich bin für nein. Wow, hi. Alter, der hat mich jetzt ein bisschen erschrocken. Ich habe mich eben schon gewundert, dass hier niemand war. Phew. Ja, den Schock schlechthin, den haben wir ja schon hinter uns. Schlimmer kann es nimmer werden. Oh, das sollte man niemals sagen, glaube ich. Oh, noch eine Darbietung. Los, erzähle mir etwas. Mit Waffen und mit Lügen hat der gelbe Mann geübt Verrat. Doch büßte er's. Und es musste der Osten den Zorn unseres Propheten kosten.
Ja, ist ein ganz in Ordnung gewesener Reim. Das hier ist ein ganz tolles Gebiet. Sie kennt das aus Büchern. Die Boxer haben mir mein Auge und 30 Freunde geraubt. So. Gibt es dafür einen Gedenkstein? Wo möchte ich denn? Ich muss mal kurz schauen, wie ich denn jetzt da hinkomme. Oh fuck. Ein Fireman? Kann er natürlich auch gerade überhaupt nicht sehen, weil hier das Licht irgendwie so kacke blendet. Ich sehe den nicht mehr. Au, au, au. Ich häng fest. Kacke. The fuck. Nein, oh nein, scheiße. Wow. Okay, ich habe ihn nicht abgekriegt. Das überrascht mich jetzt. Der ist doch gerade extra zum Hingehen. Was willst denn du? Puh. Oh, was ist hier? Präzision? Nee, 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 nee. Wollen wir die schnippern? Ach komm, Leute, wir schnippern die jetzt weg. Okay, er ist dran verreckt. Ich war gerade etwas verwirrt. Ist da noch wer? Das war eine gute Tat, Booker. Was, das war alles? Sie starben wie Männer. War das alles? Ich hab dich drum gebeten. War das ernsthaft alles? Gegen diese Männer. Was? Helden fragen nie. Ich hab nie gesagt, ich bin ein Held. Was bist du dann? Hä? Gib mal alle Teile von Booker DeWitt fort, die du auslöschen wolltest. Was bleibt dann? Oh geil, Lockpicks. Komm zur Rotunde. Es ist bald vorbei. Was? Irgendwie hatte ich da mehr Gegner in Erinnerung. Aber gut. Was hat Slate gemeint? Ach, hier wollte ich eigentlich hochgehen. Ich habe es aber eben nicht gefunden. Jetzt, wo du aus deinem hier oben hat man eigentlich eine ganz gute Position. Aber naja. Es ist immer besser, eine Wahl zu haben, Mr. DeWitt. Hm. Egal, was dabei rauskommt. Ja. Oh ja, Munition. Ist, wenn du eines Tages merkst, dass deine Wahl dir nicht gefällt. Dann hat man offenbar die falsche Wahl getroffen. Ich glaube, wir haben hier aber auch alles gefunden. So. Jetzt müssen wir endlich zu Cornelius Slate gehen. Gibt mir schon leichte Sprachprobleme bei dem Namen. Oh, da sind wieder welche. Diesmal habe ich es aber gesehen. Glitzert ein Lockpick. Es glitzert mich an. Wie mache ich denn das jetzt am besten? Ach komm. Gut. Keine Ahnung, ich dachte jetzt an dem einen Header verrückt er wenigstens, aber nö. Halt noch ein bisschen mehr aus. Ist ja auch in Ordnung. Ach warte, hier war ich eben schon und hab mich da verwirrt. Ich habe, was ihr braucht, Booker. Ihr findet mich hinter dem Denkmal der First Lady. Ja? Geht die... Ah! Alter! Alter! Ja, oh, Shotgun, warte, 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 warte. Junge! Boah, damit habe ich jetzt irgendwie gar nicht gerechnet. Aber, bin stolz auf mich. Ich habe mich nicht erschrocken. Ich habe nur nicht mit gerechnet. Ich dachte so, geht die Tür jetzt auf? Und dann auf einmal, wow. Ihr wisst jetzt, was Comstock mit meiner Geschichte gemacht hat. Seht nun, wie er die eigene gefälscht hat. Oh ja. Das ist sehr interessant, was man hier alles erfährt über Comstock. Der Spross des Propheten war nur eine Woche lang im Bauch unserer Lady. Comstock hatte ein Kind? In meinen Büchern stand nichts von einem Kind. Ausgerechnet die Stelle fehlte? Das war wohl kaum ein Zufall. Doch das Kind erkrankte und unsere Lady betete Tag und Nacht dafür. Tja, aber wer ist dieses Kind? Das ist ja hier noch die alles entscheidende Frage. Ich finde die Musik gerade sehr episch. So heilig. Irgendwie passt das. Wir haben hier schon wieder ein Karabiner.
Muss man so oft nachladen. Aber der ist so stark. Wir nehmen den jetzt einfach mal mit. Bisschen Abwechslung muss ja sein. Das ist mein Turm. Schön. Fitzroy mag meine liebe Frau ermordet haben. Doch das Kind bekommt sie nicht. Sie tritt nicht zwischen sie und die Prophezeiung. Der Spross des Propheten wird den Thron besteigen und die weltlichen Gebirge in Flammen hüllen. Bin ich? Du bist Comstocks Tochter. Nein, unmöglich. Doch, das war irgendwie ja schon klar. In seine Fußstapfen tritt. Nun, ich will einen Hund, das heißt nicht, dass ich ihn bekomme. Das war ein süßer Vergleich. Übrigens schöne Sunflare-Effekte. Ja, es war irgendwie ja schon klar, dass sie die Tochter ist. Ich wollte es nur nicht eben so sagen, weil ich nicht wusste, ob es jetzt generell schon klar war. Weil ich denke mal, das wurde schon relativ klar. Oh, Schlossknacken. Geht mir nah an. Wir haben ganz schön viele Lockpicks. Das ist toll, wir müssen die endlich mal alle benutzen. Die Sache ist, wir müssen ja hier auch noch zurückgehen. Oh, alles klar. Voll der Riesenraum schon wieder. Ein Audiolog. Hören wir mal auf. Oh, Lady Comstock, cool. Warum liegt das hier einfach so rum? Die freigebigste aller Seelen. Kein Schmerz, den ich ihnen verweigert hätte. Kein Verrat, den ich nicht freudig an ihnen begangen hätte. Und als ich die Herzen aller, die mich liebten, entflammt hatte, da sprach der Prophet. Du kannst nichts tun, wofür ich dir nicht vergeben würde. Denn Gott hat mir die Sehergabe verliehen. Und durch seine Augen betrachtet, wirst selbst du geliebt. Was ein Geschwätz schon wieder. Hier sieht man einmal Daisy Fitzroy, von der haben wir ja auch schon ein paar Audiologs gehört. Und die hat offenbar Lady Comstock umgebracht mit einem roten Satinband. Oder was weiß ich, was das für ein Ding ist. Auf jeden Fall sieht es aus wie ein Satinband. Und das muss man so aussprechen. Hier, für die oh. Kasse. Ja, cool. Gib mir Geld. Yay. Prima. Super. Hier hat noch irgendwas geglitzert, ja? Oh, Geld. Super. Was will die denn mit Geld? Die Statue. Das hier ist offenbar Lady Comstock. Sehr schön hier alles. Diese wunderbare Idylle mit dem Wasserfall. So. Oh, und direkt wieder dramatische Musik. Oh, das ist krass. Aber es ist offenbar einfach nur farbiger Boden. So, wo ist denn jetzt hier Slade? Innenhof. Er meinte, er wäre hinter... Ich passe durch die Stäbe, aber sie sind zu breit. Ja, danke, ich bin zu fett. Ich weiß doch, ich wollte... Ich gehe mal vor und sehe nach, ob wir da weiterkommen. Oh. Ja, tschüss. Was mache ich jetzt? Da. Oh, the fuck. Ui. Ist das? Alles klar. Was ist ein Riss? Ich kann etwas in diese Welt holen. Ja, mach doch. Ein Frachthaken. Wie praktisch. Wie gesagt, es ist eine Art Wunscherfüllung. Ja, dann mach doch. Ach so, ich muss ihr das jetzt erst befehlen. Okay. Sagen Sie es, wenn ich den Frachthaken holen soll. Das mach. Das ist jetzt cool. Wir lernen hier ein neues... Dass da noch mehr sind. Okay, sie redet erstmal. Immer wenn ich unruhig werde, tauchen die Risse auf. So, jedenfalls. Merken wir das schon mal. Die könnten wir gegen Slates Männer einsetzen. Oh, hier erinnere ich mich. Rauf. Und der hier liefert uns ein Geschütz. Und etwas Deckung. Kannst du jetzt mal aufhören zu reden, bitte? Ja, danke. In den da. Jedenfalls... Geschütz, schnell! What the fuck? Hör mal auf zu knien. Irgendwie klappt das ja nicht. Raketen, Vorsicht! Wow, Raketen, was? Ich weiß nicht, ob wir gerade so gut ausgerüstet sind. Oh, warte, da drüben liegt ein Präzisionsgewehr. Oh, scheiße. Also die Raketen finde ich jetzt nicht so cool. Dagegen bräuchte... Wow, wo denn?
Oh, warte, da hinten ist ein Geschütz, ne? Das könnten wir einfach mal gerade wegmachen. So. Oh, das war gekonnt. Der das überlebt? Oh, oh, nein, renn. Oh Gott. Fuck, Mann, das war knapp. Ah, der lebt ja noch. Wie viel HP hatte der bitte gerade noch? Wie viel? 5 gefühlt oder was? Okay. Warte, hier war doch eben... Moment, da drüben! Nimm! Und die Gesundheit nehme ich auch mal. So, dann lad jetzt mal nach. Da haben wir alle weg von denen. Das sind aber Hunden. Ich höre auf jeden Fall noch mindestens einen. Oh. Ach, da unten. Wow, ich hab dem den Kopf abgeschossen. Comstocks Schoßhündchen hat tolle Tricks auf Lager. Cool. Munition? Weißt du, wo ist sie denn? Hallo? Es reicht schlecht. Ach, jetzt krieg ich die doch nicht. Kraft, um aus Columbia wegzukommen. Komm, ich wollte die Munition. So oder so. Slate. Oh, ich liebe das Präzisionsgewehr. Ich sniper so gerne. Wow. What the fuck? Was hat sie denn gerade gemacht? Au. Okay, wir kriegen offenbar Fallschaden. Das ist schon mal gut zu wissen. Nice. Ja, da fehlt irgendwie der Kopf. Komisch. Kann ich mir jetzt auch nicht erklären. So, wir schauen erstmal, was die hier alles so mit haben. Natürlich haben die alle MGs. Könnten mal ein bisschen gucken. Hier waren doch bestimmt auch noch irgendwo welche. Da hätten wir was in Brand stecken können. Wir hätten uns hier irgendwie besser vorbereiten können. Naja. Irgendwas macht hier komische Geräusche. Oh Gott. Mach mal. Ich möchte jetzt mal kurz da hochgucken. Musst kurz ohne mich gehen. Ja, ja. Keine Sorge, Mädchen. Das klappt schon. Ich möchte nur mich hier umschauen. Kann ich das, wenn ich Schockjockey habe, auch aufmachen? Das wäre ja cool. Weil mit Schockjockey kann ich ja diese Elektrizitätsglubbels da wieder antreiben. Und dann gehen vielleicht diese Türen auf. Von einer Tür weiß ich auf jeden Fall... Warte, war ja, hier ist ja gar nichts. Warum könnte man denn hier hochgehen? Oh, warte, warte, warte. Ich mache das jetzt so, weil sonst kriege ich wieder Fallschaden. Das macht absolut keinen Sinn, aber... Ich springe höher hinauf, damit ich keinen Fallschaden kriege. Ah, hier liegt die Panzerfaust. Supi. Nee. Panzerfaust, da halte ich jetzt nicht so viel. Rabatt, Dollar, Dollar. Hol den einfach mal her. Es kostet uns ja nichts, wenn sie erstmal die ganzen Risse öffnet. Das macht ja nichts. So, was hast du zu bieten? Magazinvergrößerung? Der Pistole? Nee, danke. Brauchen wir Geld? Ja, brauchen wir. Oh, ich liebe dieses Spiel, ne? So, was haben wir hier? Gucken wir uns mal um. Schadensboost, nochmal Schadensboost der Panzerfaust. Ja, die macht ja nicht eh schon viel zu viel Schaden. Präzisionsgewehr. Oh ja, das können wir gebrauchen. Sehr schön. Und Schadensboost der Pistole, Magazinvergrößerung der Panzerfaust. Was war das hier? Den Schaden des Karabiners. Nö, wir behalten erstmal nur das. Und dann schauen wir mal hier. Beherrschung billiger. Das ist eine sehr schöne Beschreibung. Aber Beherrschung benutzen wir eh so gut wie gar nicht. Schauen wir hier mal rein. Das Lamm ist die Zukunft der Stadt. Der Spross des Propheten wacht von Monument Island aus über uns. Wann kommt sie zu uns? Nur der große Prophet weiß es mit Sicherheit. Fin. Super. Ich würde sagen, das hier gucken wir uns noch an.
Und danach beenden wir den Part erstmal. Wir kommen dann bald zu Cornelius Slade. Also im nächsten Part auf jeden Fall. Seht das Wunderkind, eine Prophezeiung wird wahr. Lalala. Nach nur 7 Tagen in Lady Comstocks Schoß kommt das Wunderkind zur Welt. Als ob. Das kann doch nicht richtig sein. Lady Comstock ist die richtige Mutter für dieses Wunder. Die Zukunft unserer großen Unternehmung liegt in ihren kleinen Händen. Fing. Super. Toll. So, ich würde dann sagen, wir haben heute einiges geschafft. Viel Action gewesen in diesem Part. Und dann würde ich sagen, machen wir erstmal eine Pause und wir hören uns im nächsten Part wieder. Bis dann.